Wart ihr auch auf der Convention? Star Wars Convention. Star Wars 2019. Star Wars New at 2020, 100%. Am 12. November kommt Mandalorian, aber nicht in Deutschland. Ahsoka in Clone Wars 7, Staffel noch offen. Disney Plus kommt im November für den amerikanischen Raum. Die Live-Show Celebration 2019 hat uns einiges gebracht. Besonders der Darsteller von Chewbacca, der musste regelrecht von der Bühne geholt werden, weil er plötzlich auftauchte und im totalen Redefluss war. Die Darstellerin von Ahsoka war auch total im Taumel, hat eine Figur geschenkt bekommen, hat ihre Saber beschenkt bekommen. Sie waren alle euphorisch. Also wie gesagt, die Convention hat einiges Neues gebracht, neue Spiele, Fallen Down. Und wie gesagt, diese Spiele kommen auch Ende November, am 15. sollte das Spiel rausbekommen. Das andere mit Darth Vader, das Spiel geht nur, wenn man diese 3D-Einrichtungen hat. Oculus, wer hat die schon? Also das T-Shirt trug auch die Ahsoka-Sprecherin. Ja, die Ahsoka spricht. Es waren ja mehrere Blöcke, aber naja, so viel hat es nicht gebracht, oder? Hat es euch mehr gebracht? Ich lade euch jetzt mal ein zu einigen Sachen, die neu gekommen sind, die ich aber also an sich schon vorgestellt habe. So, ich hatte euch schon vieles vorgestellt in einem Kurzeinblick. 1 Minuten, 3 Minuten, höchstens 20 Minuten. Mache ich mehr, mache ich nicht. Es lohnt sich auch gar nicht mehr über Star Wars so dermaßen zu sinnen, außer wenn man Schnäppchen machen kann. Jetzt werden natürlich die Sachen einem gegeben, die man sozusagen outsourced. Man versucht neue Figuren. Wir werden sicherlich ganz viele Figuren des Mandalorian bekommen. Wir werden sicherlich ganz viele Figuren in Richtung Ahsoka bekommen. Wir werden auch sicherlich einige neue Figuren aus dem Aufstieg von Luke Skywalker oder von Skywalker, der Aufstieg von Skywalker an alle. Der Aufstieg bedeutet so ähnlich wie Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi als Leitfigur hatte. Keiner wird wohl annehmen, dass Leia ein Skywalker ist. Viele haben ja auch erkannt, dass Sachen aus 7 entnommen, wieder neu zusammengefügt. Das war die Szene, wo alle bemerken, dass Han Solo verstorben. Da hatte man sich in die Arme genommen und Rey hatte geweint. Diese Szene hat man wieder eingesetzt. Warum sie jetzt wieder weint, weiß nicht. Kann sein wegen Luke. Ja, ist halt so, Freundstränen werden es nicht sein, man weiß nicht, welchen Dialog, Monolog, Prolog man da eingesetzt hat. So, ich hatte das große Vergnügen, hatte ich also in einem Miniclip schon gezeigt, an die Ware heranzukommen, dass die natürlich wunderbar günstig dort angeboten werden, zwischen 25 und 26 Dollar, das war klar. Die Verpackung hatte auch ein bisschen gelitten. Wie gesagt, es sind wunderschöne Dioramen, es macht schon Spaß, die Figuren dazuzusetzen, ja, und die anderen Figuren wurden ja schon gezeigt. So, also wie gesagt, ich vermute da gar nichts. Ich möchte mich auf dem Weg auf irgendeine Art den Amerikanern oder bei den Amerikanern bedanken, die live da waren, die Freitag, Samstag, Sonntag da im Hintergrund ihre Livestreams gezeigt haben. Es haben auch einige Händler ihren Livestream gezeigt. Der Preis war wieder heiß. Einige Sachen waren super heiß. Die haben richtig Geld gekostet. Ob man die dann irgendwann mal einkauft oder hier zeigt,
Das wird sich herausstellen. Also 3DRIPO war auf der Bühne, ist klar. Es waren einige Sachen, die uns da gezeigt wurden. Wer durchgehalten hat, hat ja vieles erleben können. Also wie gesagt, zwei Schauspieler, einmal Chewbacca und einmal die Stimme von Ahsoka. Beide waren ein bisschen hibbelig, ein bisschen euphorisch. Die anderen waren zwar auch euphorisch, aber waren auch schnell wieder weg. Und das war es dann auch schon. Diese Celebration hat also gezeigt, dass Walt Disney dazugelernt hat, Einzelbilder, hat es nochmal gezeigt, hat einen Gag eingebaut, Palpatine, ne? Mach's nochmal, ne? So, na, er wusste selber noch nicht, wie er es rüberbringen sollte, war ein bisschen schräg das Ganze. Dann eingefleischte Podcasts, USA Podcasts, die also hoch im Kurs sind, die also auch vor laufender Kamera stehen. Die fanden das alles nicht so witzig, sind also auch weg. Mandalorian haben sie dann gezeigt. Mandalorian wurde also nicht bei YouTube irgendwie eingearbeitet. Da muss dran gearbeitet werden, um daraus einen Clip zu machen. Einer hat es versucht, der ist ziemlich nah heran, wurde sofort gestoppt, ist klar, urheberrechtliche Sachen. Bei Mandalorian, da wollen die das nicht so. Dass das gezeigt. Ahsoka hat es jetzt als Clip gegeben bei YouTube, kann man sich anschauen. Dieses mit dem Darth Vader kann man sich anschauen, diese sogenannte 3D-Geschichte, wo man leider einen guten PC haben muss und Oculus und dann, wie gesagt, diese 3D-Brillen, auch diese Zusätze braucht man, also man muss sehr viel Geld ausgeben, um das Spiel spielen zu können. Ja, wie gesagt, Disney am 12. November wird Disney Plus in Amerika starten. Im November werden einige Sachen starten, auch einige Spiele starten, auch Fallen Order. Dieses Video, diese Sequenzen und die Arbeit daran waren auch wiederum sehenswert. An sich war Star Wars, ja, wer über 40 Jahre Star Wars kennt, hat zugehört, ist okay. Ihm wurde einiges, ja, ist okay. Star Wars ist okay. Ich springe mal eben in eine andere Sache, um ein paar Sachen nochmal zu zeigen. So, jetzt bin ich hier in die Ecke gesprungen. Auch ich habe das große Bild bekommen von Ahsoka, das halt auf der Convention gezeigt worden ist. Ist eine tolle Aussage, ist ein toller Schnappschuss, ist hochauflösend und man merkt oder man meint, Ahsoka würde aus dem Bilderrahmen rauskommen, so ungefähr. Also Ahsoka, sagen wir mal so, Star Wars wird weiterhin weiblich. Die Jakku-Geschichte mit dem Darsteller ist Gott sei Dank männlich, aber das hat man nicht gezeigt, man hat auch nicht drüber gesprochen. Es waren ja viele da aus dem Game-Bereich. Wenn mich nicht alles ist, Starkiller, der Darsteller, hundertprozentig adaptiert, sah ihm auch hundertprozentig ähnlich. Dann Anakin Skywalker aus Clone Wars, der junge Mann, der da die Mimik macht, der war auch da. Fallen Order, der junge Mann war auch da, der also auch Capturing macht, ja, mit seinen Punkten und das. Die Gesichtszüge, alles war identisch. Die waren also nicht so euphorisch, die waren also ganz normal. Wie gesagt, euphorisch war halt nur Chewbacca-Darsteller und die Stimme von Ahsoka. Wie gesagt, 5 Tage, heute war ja auch nochmal am Montag. Muss ich gleich gucken, ob da noch eine Live-Schaltung ist oder weil das nur so ausläuft. Und wenn, werden wohl einige Amerikaner das vielleicht zeigen, was da halt noch zu sehen ist. War Verkaufsstände, Verkaufsabteilungen, an sich alles da, was man immer haben wollte. Für die Schnäppchenjäger auf jeden Fall die etwas älteren Sachen, die da habe ich da hier in Nagia, habe ich noch meine für 25, 26 Dollar muss man zuschlagen. Ja, okay, der Weg hier hin und ne, wisst ihr ja Bescheid. Da kommt immer noch was drauf, aber der Grundpreis 25, 26 Dollar und dann noch ein bisschen was drauf ist okay. Aber in diesem Fall hatte man das große Glück, ja, dass man es
über Amazon sozusagen bestellen konnte. Also man konnte es da vor Ort bestellen und dann wurde das halt per Amazon hierhin geliefert. Also die lernen dazu. Disney lernt dazu. Disney hat das Aufsteigen von Skywalker, The Rise of Skywalker, also jedenfalls das Aufsteigen von Skywalker, haben die ja da minutiös, dann haben sie es gezeigt, dann konnte man sehen, wie die Scarabs kamen, ja, Scarabs. Dann hat man gezeigt, wie die Fliegenden, die Frage lautet jetzt nur, sind das Mandalorianer, die da irgendwie angreifen mit ihren Packs, oder ist das neue Ordnung mit Packs, die da einem entgegenkam. Ich habe das große Glück, dass ich einige saubere Bilder noch bekommen habe. Auf dem Schnitt lagen einige 4K, die man ziehen konnte. Und somit konnte man also etwas aus diesem Film herausholen, Einzelbilder. Man konnte auch diesen Wahnsinnsflip von Rey einzelbildlich ablichten, bis er spannend kam, da mit December. Die Sache ist halt die, ist Luke ihr Mentor? Sie ist halt keine Skywalker. Die Aussage, nichts geht wirklich, hat ja den Bezug bei Rebels, ging ja auch keiner. Obi-Wan Kenobi war da, ne, sprach mit, genau. Yoda, genau, ich muss eben gerade die Rebels nochmal hochfahren. Obi-Wan sprach, Obi-Wan Kenobi sprach mit Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn kam zu Obi-Wan Kenobi und Yoda sprach mit Ezra, ne? Bei Rebels. So, bei Clone Wars wäre auch ich stinksauer gewesen an Ahsokas Stelle, denn sie ist deswegen abgehauen, ist klar. Man hatte sie ja gejagt und so weiter, man hat ihr nicht geglaubt. Und somit ist sie ja in 6 gegangen. Im Moment kann man sich die Sachen ja noch bei Netflix anschauen. Noch einmal, am 12. November soll Disney Plus in Amerika erscheinen. Wann wir es bekommen, weiß keiner. Laut Aussage des Chefs von Disney, im Jahre 2024 sollen dann alle, also das ist eine lange Zeit, also 2024 sollen dann alle im Rahmen von Disney Plus abgelichtet oder beziehungsweise abgedichtet, sagen wir mal so, jeder soll irgendwie Zugriff auf Disney Plus weltweit dann haben im Jahre 2024, also wir haben eine lange Schicht. Die Sache ist auch die, dass wir jetzt warten müssen, also wir warten jetzt 8 Monate, dass wie gesagt Luke Skywalker aufgestiegen, wir wissen ja, dass er aufgestiegen. Warum Palpatine die Macht sozusagen, wenn er da die Plagueis darstellt, also den Urvater aller Sith-Lords, den Urvater der dunklen Macht darstellen soll, dann fragt sich die, also Kennedy hat ja auch gesagt, also ich hätte man sich klemmen können ungefähr, ja, die ganze Geschichte, aber es wurde halt dieser Abschluss gemacht. So, alle haben gejubelt, wie sie gehört haben, dass die Mandalore, die Geschichte über Mandalorian und den Darsteller und das alles, dass Luke Skywalker bzw. George Lucas war anwesend sozusagen am Set und hat sich und hat geholfen und hat auch irgendwas geschrieben, der hat alles applaudiert, ist klar. Nur daraus macht man ja jetzt eine Serie, es kommen auch andere Serien dazu, von Johnson war jetzt keine Rede, dass der irgendwas macht. Ja, an sich war nicht viel, an sich war ja nur das, was wir kennen. Man hat uns gezeigt, dass sie mit Sachen gearbeitet haben, also nicht irgendwie animiert im Computer, sondern das Modell gebaut haben und mit diesem Modell dann gearbeitet haben. Dann haben sie uns die anderen Modelle noch gezeigt, wo sie früher mitgearbeitet haben, um es umzusetzen. Ja, dann haben sie gezeigt, wie sie dann halt im CGI, FFX und so weiter gearbeitet haben, wie sie Leute adaptiert und dann da eingesetzt haben im Verhältnis dessen, was sie da gebaut haben. Die haben auch einige Sachen 1:1 gebaut, damit sie mit der Kameraarbeit, also mit der Kamera arbeiten konnten und mit den Schauspielern. Die Schauspieler haben sehr oft vom Greenscreen. Wenn man das so sieht, wenn Ray da steht und diesen Flipper da macht,
dann könnte man davon ausgehen, dass das CGI, dass sie wirklich vor einer grünen Wand, weil Geschwindigkeit des Fliegers und so weiter und so fort, konnte man sehen. So, wenn man genau hingeguckt hat, kann das alles nicht klappen, weil Rey den Antritt in dem Sand gar nicht hinbekommen hat. Die ist ja gar nicht auf Geschwindigkeit gekommen. Man konnte richtig sehen, dass es verdammt langsam war. Aber das passiert bei einer Analyse, wenn man zu langsam mit den Bildern umgeht und dann darauf achtet, dass das alles nicht so hinhauen konnte. Wie gesagt, die Amerikaner waren da jetzt nicht so unterwegs. Also die waren da einigermaßen stinkig, muss man sagen. Die fanden das also gar nicht so gut. Welches Resümee ihr zieht, weiß ich jetzt nicht. Ich schaue mir den Film an. Ja. Ja, ist der letzte erstmal für die Leinwand vorerst. Dann habe ich heute noch nachgelesen, dass Disney hat schon durch Han Solo, da fragt man sich schon, hätten wir das überhaupt machen sollen, das mit Han Solo. Man ist auch nicht darauf eingegangen, dass an sich ein anderer hätte E9 sozusagen machen sollen und nicht J.J. Abrams. J.J. Abrams ist von seiner eigenen Frau überredet worden, komm, mach. Und er hat gemacht. Auf eine Art ist jetzt schade, dass jetzt nicht im gleichen Zug irgendwas mit Star Trek kommt. Ja? Da ist im Moment auf Eis gelegt. Das sollte ja an sich Tarantino machen. Warum Tarantino jetzt das nicht macht, wurde uns jetzt auch nicht gesagt. Da war ja irgendwas nicht in Ordnung. In Hollywood ist einiges hin und wieder nicht in Ordnung, das wissen wir ja. Und bei Star Wars halt auch. So, Star Wars, wenn man sich das jetzt ansieht, von den Originalaufnahmen von Fans, die einen Podcast gemacht haben, die da spazieren sozusagen, gegangen von einem zum anderen und die Kamera und die Hallen belichtet haben, intern reingegriffen haben, also keine Euphorie, so wie jetzt die Fernsehsender, dieser Star Wars Store hat ja so eine Art Euphorie gemacht und auf T-Shirts verwiesen, auf Masken verwiesen, auf Figuren verwiesen. Und die im Original haben natürlich geguckt, ob sie ein Schnäppchen machen konnten. Wie gesagt, einige konnten Schnäppchen machen, 25, 26 Dollar. Das war ein guter Kurs dafür, 20 Dollar, einige Sachen. Also ja, für die Sendung steht jetzt hier einiges wieder, was man sich so anschauen kann. Wie gesagt, wir verweisen ja auch auf ihn hier, Mandalorian. Ne? Da haben wir leider noch keine ordentlichen Sachen bekommen. Wie gesagt, Ahsoka ist erstklassig uns gegeben worden. Mandalorian, also wie gesagt, das leider noch nicht. Das ist so eine Art Abzug, ist also nicht das, was dort verteilt worden war. Pins wurden verteilt, wer also Pins mag, kam auf die Kosten. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, also heute. Deswegen mache ich halt heute eine Abschlusssendung. Es lohnt sich jetzt über Star Wars nicht zu philosophieren, es kommt noch ein Teil, da kann man so einen Miniclip rüber machen, dieses Teil kann man sich dann anschauen, na, das ist ein Drewback mit einem Stormtrooper oder Sandtrooper, ein Sandtrooper mit einem Drewback, auch günstig, aber wie gesagt, das muss ich ja nicht erwähnen, weil im Moment gibt es Star Wars Figuren sehr günstig, ab wie gesagt 9,80 € mittlerweile, 20 Euro, 25 Euro, 36 Euro, 45 Euro, was vorher richtig Geld gekostet hat. Sogar die Maske von Darth Vader gibt es mittlerweile für 69 im französischen Raum, ja, oder 89 mittlerweile. Welche Maske immer noch teuer ist, das sind natürlich die Atmos-Sachen, also die hochrangigen, super, die richtig gestylten, die kosten so bis 599 Dollar. Also auch fast Euro. So, das sehe ich jetzt nicht ein, so eine super teure 500, 600 Euro teure Maske zu besorgen. Ich versuche mal wieder eine geringfügige, also den Preis geringfügig zu erwerben. Dennoch gut, die also, ne? Also wie gesagt, einige Amerikaner, die halt Podcasts machen, könnt ihr euch bei YouTube mal anschauen, waren jetzt nicht so begeistert über die ganze Geschichte, über Palpatine. Einige fühlten sich da ein bisschen verkackeiert, ist klar, 30 Jahre ist Palpatine nicht mehr da. Der große Imperator,
ist halt nicht mehr da, weil Darth Vader ihn sozusagen entfernt hat. Und Darth Vader ist dann zum Guten geworden. Man hätte auch, also jedenfalls der Christian, also ist vorgestellt worden, ich habe ihn aber nicht gesehen. Na, also Chris Jansen, also der Darsteller von, nee, war nicht da, nö. Okay, ich werde heute nochmal hin und her spulen, die 3 Tage, das waren ja reichlich Stunden. Ab einer gewissen Uhrzeit konnte man das nicht mehr sehen und deswegen kann man dann reinspringen, hin und her spulen und gucken, was man ja nicht mehr oder doch gesehen hat. Wie gesagt, Chewbacca war der Einzige, der wirklich euphorisch da und gar nicht, hat auch immer schön die Töne da gemacht. Und wie gesagt, Ahsoka, die Sprecherin, war halt auch. Wir haben ein paar neue Gesichter gesehen. Einmal die Scharfschützin bei Mandalore. Ja, das war eine ehemalige Polizistin, die dann irgendwie zum Scharfschützen da wurde. Sie hat auch wie so ein Scharfschütze da die T-Shirt-Kanone, die neue T-Shirt-Kanone dann abgefeuert. Was haben wir denn noch gehabt? Ja, einige. Dann haben wir einen Fastfood-Designer gehabt, wo dann der Sprecher von The Star Wars Show sich tierisch gefreut hat, dass er als Fastfood aus einem, keine Ahnung, aus Möhren und keine Ahnung, aus irgendeiner Frucht wurde er da modelliert. Ja, genau. Und dann hat er sich gefreut. So, mehr ist da nicht zu sagen, ist klar. Die Verantwortung dafür haben gewisse Leute übernommen. Ja, dann schauen wir mal, was ab 1.1.2020 dann für uns Oldies übrig bleibt. Von Resistance wurde also auch nicht viel und Resistance hat man nicht. Man hat Galaxy of Adventure so ein bisschen angezogen, da aber nicht drüber gesprochen. Ja, das war es an sich schon. Ihr merkt schon, viel kann man da, also viel Euphorie war nicht. 2016, da war natürlich, oh, 2016, hallo, da war ja richtig was. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, wie ihr Star Wars empfunden habt, wie ihr die Celebration empfunden habt. Könnt ihr da drunter schreiben oder selber einen Videoclip machen und darauf dann verweisen.